Wir haben nicht den passenden Schlüssel. Wir haben die Tür schon mal geöffnet gehabt. Diese Tür war wohl auch schon offen. Ist hier noch. Ah, hier ist noch eine Tür. Ach, hier war ich doch auch schon. Da frage ich mich natürlich an der Stelle. Ich habe doch jetzt jede Tür ausprobiert, oder? Mit diesem einen aktuellen Schlüssel, den ich hier gerade oben gefunden habe. Na du. Na du. Bringt mich zur nächsten Frage. Wenn ich schon alle Türen probiert habe. Wo könnte ich da noch hin? Ist hier vielleicht noch eine versteckte Tür? Nee. Weniger die Taschenlampe. Unterbrich mich bitte nicht. Da gehe ich definitiv nicht mehr rein. Na komm, Tür. Mann, aufpassen Sie schon. So, was haben wir denn hier? Mehr Streichhölzer brauchen wir aber nicht, benutzen wir eh nicht. Ach, das hat man schon probiert, ne? Ja, es geht immer noch nicht auf. Warum soll's auch? Aber nicht den passenden Schlüssel. Weil ich ja ständig diese blöden Schlüssel von mir selbst verstecken muss. Welche Tür muss ich denn jetzt hier? Ich hab doch nur einen Schlüssel. Diese blinkenden Streichhölzer, ne? Die machen wir jedes Mal Hoffnung, dass da vielleicht ein Schlüssel liegt, aber nope. Tja. Also viele Türen haben wir jetzt nicht mehr übrig. Ich bräuchte wieder mal so einen geheimen Geheimtipp. Ein geheimer Geheimtipp. Der ist geheim. Wie man sieht. Wenn er nicht geheim wäre, würde ich einfach weiterkommen. Fliegen hier Vögel? Nicht nur durch mein Haus. Die erlauben es sich nicht nur durch mein Haus zu fliegen, sondern nehmen sich auch noch die Frechheit raus. Durch meine Wände zu fliegen. Also irgendwas hier, ne? Das kann ja wohl nicht hier angehen, so. Ich drücke da jetzt so lange drauf, bis die Tür nachgibt. Mir egal. Komplett egal. Ah, hier mal. Sesam, öffne dich. War da oben was? Nee, ich kann ja gar nicht hoch. So, in diesem Abschnitt haben wir genau zwei Türen. Die hier und die hier. In der hier haben wir diesen einen Schlüssel gefunden, der uns dann wiederum in diese Tür hier gebracht hat. Und hier ist die Notiz, die ich nicht gesehen habe, weil ich so scheiße blöd bin. Es gab ein leichtes Gewitter. Das kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Ach Gott. Tag 6. In solchen Momenten kommt man sich echt saudämlich vor. Was? Ja, ja, dramatische Musik, okay, wir haben es verstanden. Auf zu neuen Abenteuern. Mehr Türen, mehr Spaß, mehr Hoffnung, nicht getötet zu werden. Was klebt denn da eigentlich an der Wand?
Ist das Blut? Ist das Wasser? Ist das Farbe? Diese Köpfe da unten, ich glaube, ich... Jedes Mal bilde ich mir ein, da steht wer, ne? Also jedes Mal, wenn ich da runter gucke. Stellt sich natürlich wieder mal die Frage. Kann ich überhaupt weiter während des Helles? Also ich meine, hell ja. Ist es ja jetzt nicht mehr so, ne? Es ging aber auch jetzt irgendwie schnell. Ich meine, wenn ich in seiner Lage jetzt wäre, würde ich natürlich heldenhaft zu meinem Auto gehen und einfach wegfahren. Denn wie wir wissen, macht es einfach keinen Sinn, in einem Spukhaus allein zu bleiben. Wenn man direkt vor der Tür ein funktionierendes Auto hat, mit dem man jederzeit wieder wegfahren kann. Was ist denn das? Hier irgendwie zoomen? Nee. Was bist denn du? Bist du deine Voodoo-Puppe? Ah. Oh, Batterien! Laden wir mal hier nach und nehmen die Batterien. Oh yeah. So. Ja, Lampen, die wie Augen aussehen, ist natürlich hier. Also ich weiß nicht. Wer richtet sich denn bitte so ein Haus an? Also irgendwo muss es ja was, muss ja irgendwas schief laufen. Licht. Ja. Nicht sterben, Lampe, ich brauch dich noch. Bitte gib nicht den Geist auf. Ah, jetzt geht mir hier die Elektrik ein, oder wie? Ach, bitte. What? What? Wo? Was? Wer? Ich habe nur Kindergelächter gehört und ein weißes Blitzen. Wer? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Diese permanente Gänsehaut. Hallo? Ah, ich dachte schon. Was? Wo? Alter! Weißt du, ich muss da raus, wirklich? Ach Gott. Mein letztes Mal statt. Jetzt hört doch mal auf, ihr Leute, ich hab's verstanden. Mein Gott hier, dass diese Jugend vor heute immer so einen Stress machen muss. Wo ist der Lichtschalter? Ich will hier Licht, bevor ich rausgehe. Bitte. Schönes Licht. Okay. Also meiner bescheidenen Orientierung nach müsste ich jetzt hier nach links. Und ich gehe jetzt einfach geradeaus, drehe mich nicht um, schau nicht zur Seite. Ich will gar nicht wissen, was... Lass mich in Ruhe! Ich muss mich umdrehen. Hallo? Oh Gott, Batterien! Ah, ich habe aber. Voll im Anführungszeichen Munition, haha. Ist denn jetzt diese dämliche Schaufel. Ah, hier! Ah, das ist der Schlüssel! Und jetzt. Ab! Aber sofort ins Haus.
Rascheln, geh weg. Geh einfach weg, lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht sehen. Und jetzt auch noch die Musik. Es wird halt direkt irgendwas hinter mir sein, ne? Aber ich drehe mich nicht um. Komm hier rein und jetzt kann ich mich umdrehen. Nee. So, jetzt habe ich den Schlüssel, ne? Dann kann ja wieder die wilde Suche nach verschlossenen Türen losgehen. Du bist doch jetzt sicher. Hey. Nee, nee, nee. Ja, das Ding ist halt... Hallo? Ich dachte schon, da irgendwas wäre im Fenster. Ich weiß halt nicht mal, welche Tür ich jetzt... Was war das? War das ein Grafikbug? Oder war das Einbildung, oder? Halt paranoid. Hier ist sonst... hier war ich ja schon mal. Ja, dann muss ich wohl hoch. Wie so oft. Jo. Diese Tür ist zwar sicher offen, aber hier ist ja diese Zusatz. Nee. Hier war mal dann. Was rutzelt denn hier so? Was knistert denn hier? Hier war man dann auch schon, hier waren wir dann auch schon und hier waren wir. Ich sehe nichts mehr. Ah, hier. Ach, hier geht's wieder hoch. Na gut, dann kann es ja nur noch eine von den zwei verbliebenen Türen sein. Ich will Licht. Ah, ich hier nicht? Habe ich hier nicht. Jetzt geht mir ja auch noch die Elektrik ein. Zuerst werden wir ständig die Möbel verschoben und dann geht mir die. Das ist mein Elektriker Malte, der verarscht mich gerade. Nach Strich und Faden hier. Dieses Geknister, das ist überhaupt kein gutes Gefühl. Dann mach mal hier Licht. Und jetzt müsste ich theoretisch, da das ja die einzig verbleibende Tür ist, öffnen können. Da ist sie auch schon offen. Und jetzt haben wir hier ein neues Päckchen Batterien, einen neuen Schlüssel, mehr Schalüssel, mehr Knistern, ein wunderschönes Kleid für meine Samstagabende. Bro, leuchte. Aber wo ist denn jetzt da hier? So, damit haben wir wieder einen Schlüssel mehr. Damit können wir wieder mal, jetzt anders erwartet, hier waren wir ja schon, auf die Suche nach weiteren verschlossenen Türen. Das ist blöde Licht, das könnte doch einfach hier... zu. Ja gut, dann kann sie eigentlich nur... Ja, drei mögliche Türen gibt es, glaube ich. Jetzt hier einfach mal ganz knallhart ausprobieren, welche denn nun die richtige ist. Jo. So, das wäre natürlich... Ach, hier waren wir schon. Dann wäre das natürlich die hier. Ach nee, hier waren wir auch schon. Aber hier können wir nach links und dann diese Tür hier. Immer noch nicht. Also so langsam, ne? So langsam. Gibt es ja nicht irgendwo einfach eine Feueraxt, mit der man Türen einschlagen kann? Wäre das nicht einfach hier so eine viel elegantere Lösung, als durch jedes Zimmer fünfmal durchzulaufen? Dann können wir aber jetzt diese Tür. Ja. Oh ja. Yeah.